Hallo, ich bin die Uschi von Stempel macht glücklich und heute möchte ich mit euch nochmal so eine Geschenktüte im Ombre, wie nennen sie sich? Geschenktüten mit Ombre-Effekt machen, weil ich finde die einfach so klasse und man kann so tolle Sachen damit verpacken. Heute habe ich kein Badesalz, sondern heute habe ich zwei so Kaffeesticks und so Kekse mit Espresso-Füllung zu verpacken. Die habe ich auch hier schon drin. Da habe ich einfach eine Klappe rumgemacht, damit man das gut öffnen kann, ohne dass man es kaputt machen muss. Also es passen zwei von diesen Kaffeesticks rein und zweimal diese Kekse. So, dann fangen wir an. Wir brauchen also einmal diese Geschenktüte. Noch, jetzt hatte ich einen Hänger. Dann brauchen wir einmal ein bisschen Designerpapier oder auch einfarbiges Papier. Ich habe jetzt hier dieses Designerpapier genommen, dieses InColor 6x6 Zoll und dann einen weißen Aufleger. Da habe ich wieder dieses Etikett ausgestanzt und ja, Vorbereitung ist das halbe Leben. Und zwar von diesen Anhängern nach Maß, da habe ich von den eckigen oben das zweitgrößte genommen. Dann wollen wir mal starten. Als erstes habe ich diese Geschenktüte, habe ich mir einen Falz reingemacht, damit man es schön umknicken kann. Und zwar habe ich bei 15 cm diesen Falz gemacht. Also ich habe die Tasche unten bei 15 cm angelegt, habe hier einmal gefalzt. Dann umgeknickt und mein Falzbein drüber. Ein bisschen in die Ecke reingeknickt. Dann nehmen wir uns das Designerpapier und schneiden uns einen Streifen zu von 5,2 Breite. Und kürzen so auf 14,5 cm. Und dann falzen wir es bei 9 cm waren es. Ne, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade nochmal nachmessen. Das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Bei 9,5 cm war es, Entschuldigung. Bei 9,5. So, auch das knicken wir. Dann nehmen wir einen Streifen, ich habe da einfach so einen Reststreifen und wir schauen halt, dass das Etikett gut drauf passt. Dann habe ich mir auf meinen Stempelblock drauf montiert, Moment, so rum, jetzt kann man es lesen, genießen und super sein, Kaffee und Kekse. Und zwar habe ich das aus dem Set Nichts geht über. Also ich finde, das sind klasse Sachen drauf, wenn man Schokolade oder Kaffee oder Kekse verschenken möchte. No, ich glaube, die Hitze steigt mir heute ein wenig zu Kopf. Dann nehme ich mein Espresso-Stempelkissen. Also schwarz ist mir einfach zu dem Papaya etwas zu hart und deswegen bevorzuge ich da jetzt einfach Espresso. So, dann schauen einigermaßen in der Mitte sein. Jawohl. So, dann hole ich gerade mal die Stanzmaschine. Ich hoffe, es wackelt jetzt nicht zu sehr. Ich fixiere das jetzt gerade mit etwas Washi-Tape noch. Ich
Dann montiere ich mir das hier drauf. Da schaue ich einfach, dass es so einigermaßen in der Mitte ist. Nehme ein bisschen Tombow. So, dann habe ich hier unten, habe ich das Tütchen ein bisschen mit der Kaffeetasse noch Ton in Ton gestempelt. Da ist auch in diesem Stempelset ist auch eine Kaffeetasse mit dabei. Einfach unten an der Kante entlang. Dann fülle ich die Sticks ein. Positioniere mir das und nehme mir dann wieder ein Klemmerchen aus diesen Kreativklammern. Die sind in Gold und Silber drin. So, und dann mache ich mir noch ein kleines Schleifchen oben drauf. So, ich mache hierzu zwei Schlaufen und ziehe das von hinten nach vorne durch. So, dann kann ich das mir in der passenden Größe, wie ich es haben möchte, ein bisschen zurechtzuppeln. Dann schneide ich die schräg an die Spitzen. Mach mir einen Clou dort unten dran. Und setz mir das einfach hier oben drauf. Und schon ist so ein kleines Geschenktütchen wieder fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss. Everybody step in.